Kapitel 2. Gestrandet. Ja, was das für ein Vieh ist, es ist eigentlich immer ein Vieh. Also die Frage konnten wir schon beantworten. Kurze Zeit vorher. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Ja, Du lustig. Ich glaube, Wir sollten dich hier zurücklassen. Nein! Willst du uns alle umbringen, Bursche? Togun. Sprich in der Sprache dieses Landes. Bula Dulaha. Er muss es lernen, Leila. Lass ihn. Nicht böse gemeint. Das weiß ich. Es ist pure Unfähigkeit. Ich will wegen so einem kein weiteres Jahr hierbleiben. Ruhe lassen. An die Arbeit. Und du? Raus hier. Geh irgendwo hin, wo du kein Unheil anrichten kannst. Papa! Okay. Ist... Also, das Vieh wurde offensichtlich nicht auf Planeten Erde geboren? Zorgung. Ja. Schon gut. Ich nehm's nicht persönlich. Wo geht denn jetzt hin? Was? Ah, Schott, ja. Okay, kann ich leider gar nichts mit anfangen. Ja, ziemlich kaputt. Mit Herz schneller. Ohne länger. Was? Okay, also jetzt wird mal, glaube ich, so ein Spielabschnitt kommen, wo wir vielleicht leichte Verständnisprobleme kriegen könnten, was die Dialoge betrifft. Leichte, ganz leichte. Aber durchaus mit... Fliegt deshalb dieser Stein, weil da ein Raumschiff unter dem Eis ist? Okay. Ja, okay, alles klar, weiter geht's. Die Frage ist, haben wir hier irgendwas drin? Ist hier irgendetwas? Betrachte den Generator. Was könnte dem Generator jetzt fehlen? Ja, super. Okay, wir bekommen also hier auch keinen Hinweis, was eventuell jetzt hier fehlen könnte. Das ist schwierig jetzt. Was? Was? Ich bin ja auch gewählt zu versuchen zu verstehen, was er da von mir will, aber das wird mir, glaube ich, jetzt hier nicht ganz so einfach fallen. Ich glaube, die nächsten Rätsel, da werden uns die Figuren nicht wirklich helfen können. Da hinten ist die Yeti-Höhle. Naja, bevor wir da hingehen, kommen wir erstmal hier gucken. Was haben wir denn hier? Hallo, Retter. Mams, Fatz? Ja, was? Okay. Also, mit den Viechern wird es wahrscheinlich eher nichts, mit den Pinguinen auch nicht, also deshalb sprechen wir einfach mal mit einem Menschen. Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Auch die hässlichen. Damit kann unmöglich ich gemeint sein, ja. Aber er wird uns nicht verraten, was da drauf steht. Ganz ehrlich. Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Da
Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Hm? Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Ah ja. Ich würde aber gerne sehen, was in der Kiste drin ist. War das jetzt alles? Es ist... Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Wie kann ich dir nur gerne mitteilen, was ich von dir will? Wenn ihr selber sprechen könntet, dann müssten ich und meine Mitstreiter das nicht tun. Tiere führen keine Kriege, sie lügen nicht und sie würden sich niemals über jemanden lustig machen, nur weil sie gerne Pullover strickt. Oh, du hast recht. Wir Menschen sind immer so laut. Lass uns der Stille der Natur lauschen. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier betrachtet? Ein Steinkopf. Sieht aus wie ein Walrossgesicht. Ein Walrossgesicht mit Mütze. Okay, es hilft uns auch nicht weiter. Wird sie uns das vielleicht erklären? Auch nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir doch nicht so viele Optionen und gehen einfach mal in die Yeti-Höhle. Die Frage ist jetzt, spielt das jetzt vor oder nach dem Absturz? Okay, das ist offensichtlich noch vor dem Absturz. Was hängt denn da oben? Es ist anscheinend eine Art Klinge. Lass uns vermuten. So. Okay, also die wird es ja sicherlich danach immer noch geben. Das hilft vielleicht dabei, das Monster abzulenken, beziehungsweise den Yeti. Kein Wort verstanden, tut mir leid. Also es ist halt jetzt so eine kleine Schwäche, dass man jetzt schon, was war das denn, ein Luftballon? Dass wir halt jetzt wirklich auf die Stärke, die das Spiel eigentlich auszeichnet, auf die Dialoge verzichten müssen. Ja, nimm das, komm. Na gut, es lag ja vorher auch da, also dann wird es auch nicht nehmen. Was haben wir denn hier? Eine Zelle. Okay, also ist der Eingang dann doch dahin. Ich dachte, das wäre ursprünglich die Eingangstür. Geh ins Gefängnis. Geh nicht über los. Ziehe keine Ache, ihr wisst schon. So. Tja. Ich sage, viele Optionen haben wir derzeit hier nicht. Boah, der Kopf ohne Körperherz. Das ist einfach ein verfaulter Halloween-Kürbis. Das wird wahrscheinlich, ja, es sieht aus wie ein verfaulter Halloween-Kürbis. Was haben wir hier? Richard! Hatten wir vorhin? Vorhin hatten wir kein Küchenmesser gesehen, ne? So. Der Strumpf, das ist auch eine gute Frage. Hatten wir den Strumpf vorhin gesehen? Können wir jetzt mal? Nee, Strumpf kann man nicht aufschneiden. Ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Also, es macht es halt nicht einfacher, ne? Okay. War das sowas wie ein Versuch, undercover unterwegs zu sein? Das wird uns alles nicht helfen. Ich meine, diese Sachen hier, wird er nicht drankommen, das ist ja absolut Quatsch. Weil das hing ja nach, es hing ja zu einem späteren Zeitpunkt ja immer noch da. Weil das spielt ja jetzt vor dem ursprünglichen, vor der Szene, die wir gerade eben noch mit Nate erlebt hatten. Puh. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig genau durchsucht, aber... Lasst mich mal.
versuche ich ja einfach so ein bisschen verschiedenes Zeug an die Leute zu bringen. Oder muss ich tatsächlich wieder zurück ins Raumschiff? Vielleicht hier? Luftballon? Nein. Luftballon ist es auch irgendwie nicht. Okay. Das Spiel ist also noch vor dem Einschlag von Nate. Und ich habe so das Gefühl, wir werden jetzt doch erstmal wieder zurückgehen müssen. Wo ist hier? Ja, eine Box. Und die Frage ist, was haben wir da drin? Wo genau steckt ihr das jetzt hin? Ein Strohhalm. Ein Strohhalm. Hatten wir gerade irgendwas in der Küche, wo uns ein Strohhalm weiterhelfen würde? Ja, okay. Jetzt fehlen halt die Dialoge. Jetzt muss es halt mit etwas stumpferem Humor machen. So, das Kabel sieht in Ordnung aus. Heißt das, wir müssen das Kabel irgendwann mitnehmen? Ja, ist ja gut. Okay, das war vielleicht jetzt nicht... Ja, das war wahrscheinlich jetzt nicht das Allercleverste. Was haben wir hier? Klebeband. Okay, noch habe ich nicht das Gefühl, dass ich es mit vielen Sachen kombinieren könnte. Aber wir bleiben dran. Wir gehen dann doch erstmal... Wie sieht das aus? Wie lange brauchst du noch? Nicht lange. Beeile dich, mein Schatz. Der Hexenmeister kann jeden Augenblick eintreffen. Und sobald wir das Herz haben, will ich keine Minute länger hier bleiben als nötig. Waffe fertig? Ich werde jemandem wie Munkus keine Waffe geben. Er erhält ein anderes Gerät von mir. Das ist schon schlimm genug. Weiter, weiter! Das Zeitfenster schließt sich und du weißt, was das bedeutet. Okay. War Munkus nicht unser Bossgegner im letzten Spiel? War Munkus nicht dieser kleine Grüne? Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Nein. Kann ich nicht. Aber gut, dass du fragst. Das heißt, hallo! Komm wieder, wenn du die Sprache beherrschst. Ah, der ist aber auch selten unfreundlich. Gut. Ich frage mich echt, was wir machen müssen, um hier weiterzukommen. Ich erkenne derzeit noch nicht das Problem, welches es zu lösen gilt. Besser festhalten. Nächstes Mal. Nicht schlimm. War auch schon verliebt. Natürlich nicht. Okay. Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn das Vieh anpackt, dann ist wie wenn zwei loslassen. Ich glaube, die werden sich nicht gerne helfen lassen. Ich frage mich, warum ich mich jedes Mal bemühe, still zu sein, während das Vieh redet. Eigentlich kann ich mir das doch komplett sparen, oder nicht? Was? Strohhalm? Nein? Messer? Hä? Eine Alarmleuchte. Aber... What the fuck, was soll ich denn damit? Hä? Was das schon? Okay, hier geht's ansonsten nichts zum Interagieren. Sehr eigenartig. Und hier steht uns immer noch dieses Förderband zur Verfügung. Die Frage ist natürlich, was wir jetzt da drauflegen. Sachen, die wir im Inventar haben, können es offensichtlich nicht sein. Weil da lässt sich derzeit nichts miteinander kombinieren. Verrückt.
können hier mal den Ballon aufblasen. Hm? Okay, das bringt uns auch nichts. Ah, die haben eine Alarmleuchte. Wozu brauchen wir denn eine Alarmleuchte? Das macht auch keinen Sinn. Das macht irgendwie alles gerade keinen Sinn. Ah, ich hab's befürchtet, Mensch. Was ist denn hier mit dem Auto? Wir könnten den Ventilator zukleben. Nee, das bringt uns auch nichts. Wir können mit dem Ventilator, mit dem Messer im Ventilator rumstechen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Das maximal, Quatsch. Das maximal das hier noch. Funktioniert also auch nicht. Oh mein Gott. Wird es schon Kapitel 2 sein? Was mich so an die Rand meiner kognitiven Möglichkeit treibt? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht. Ich finde. Ja, das ist jetzt wirklich nur Trial and Error. Also das dürfte, glaube ich, jetzt klar sein. So wie ich hier versuche, die Dinge anzubringen. Ich muss es halt versuchen. Es bleibt mir halt nicht viel übrig. So, die Frage ist, kann ich mit dem Strohhalm, kann ich nicht helfen. Mit dem Klebeband kann ich nicht helfen. Mit der Alarmleuchte kann ich auch nicht helfen. Mit dem Messer natürlich auch nicht. Und den Luftballon, den hat man, glaube ich, auch schon ausprobiert, ne? Funktioniert auch nicht. Das ist total verrückt.